Doch aller Anfang ist schwer. Auch diese Kunst will erst einmal von der Pike auf erlernt sein. Das braucht ihr nicht und Geld ist auch nicht nötig. Ich mache es euch gratis, wenn ihr Lust habt. Und auf diese Weise hatte ich dann die Möglichkeit zu lernen und zu üben. Bereits seit 1951 besticht Herbert Hoffmann seine vielfältige Kundschaft. Traditionell waren es natürlich viele Matrosen und Hafenarbeiter, die sich tätowieren ließen. Palmen, Anker, Kreuz und flammendes Herz. In den Motivtafeln hat der Tätowiermeister hunderte dieser Vorlagen zusammengefasst. Viele seiner Kunden hat er jedoch nicht nur tätowiert, sondern auch fotografiert und ihre Lebensgeschichte aufgezeichnet. In dem Band Bilderbuchmenschen sind 99 dieser lebenden Kunstwerke abgebildet. Sie beweisen, dass es die Gezeichneten schon früher gegeben hat. Ich mochte ja eigentlich immer gern diese einfachen Leute, die meist körperlich hatten schwer arbeiten müssen, bei ganz geringem Lohn und bei sehr niedrigem Lebensstandard und doch zufrieden waren. Und ich habe mir immer gesagt, so willst du auch werden, so genügsam leben wie sie und so arbeitsam und fleißig wie sie, aber auch so tätowiert wie sie. Ein Straßenfeger hat ihm die ersten Handgriffe beigebracht. Und ich habe gleich erkannt, ach, die Fähigkeit hast du auch. Und dann habe ich gleich angefangen, selbst zu tätowieren. Der Heiner hat mir seine paar Utensilien ausgeliehen. Der Straßenfeger war ganz wild darauf, noch mehr Tätowierung zu bekommen. Seine Söhne und Schwiegersöhne, es war eine große Familie, alle wollten tätowiert werden. Und das musste ich nun tun. Und der Straßenfeger Hans hat er geheißen, dem schwoll vor Stolz die Brust. Nun war er doch auch Oberhaupt einer tätowierten Familie.